Hello, hello, hello. Wie viel mehr als noch bis gestern? Ich habe dir eine Frage mitgebracht. Kannst du heute etwas machen, was dich wirklich glücklich macht? Was vielleicht sogar sich ganz unvernünftig anfühlt und für deinen Verstand nicht greifbar ist, wo der sagt, nee, das kannst du doch nicht machen, weil, weil, weil. Weil Verstand. Gleich, da steckt das Wort Stand ja schon drin und auch gleich stehen. Stand, stehen, stehen bleiben. Ja? Und wie oft, du kennst wahrscheinlich auch so den Gedanken, wie oft hast du dir schon gesagt, hätte ich doch nur auf meinen Bauch gehört, aber ich habe mich vom Verstand leiten lassen. Und das ist damit gemeint, dieser Impuls, den ich dir heute gerne hier mitgeben möchte. Wenn du beim Universum was bestellst, wenn du Wünsche hast, Wünsche äußerst, du hättest gern, ich hole mal mich aus meinem früheren Leben, als ich noch unglücklich am Arbeitsplatz gehockt habe und so den Wunsch auch hatte, freier zu leben, auf der Welt unterwegs zu sein, mich in erster Linie in Regionen aufzuhalten, wo es warm ist, wo ich morgens ins Meer hüpfen kann. Und da hatte ich diesen Wunsch ans Universum abgegeben. Und da war ja eins klar, ich musste da ja schon den Grundstein legen. Ich bin auch kein Freund davon, im wahrsten Sinne des Wortes ins kalte Wasser zu springen, auch wenn man bei uns hier gerade im Pool nicht ins Wasser springen kann. sondern die Basis zu setzen, um dann am Tag X meine Kündigung einzureichen und wirklich durchzustarten. Da musste ich ja gewisse Dinge anders machen. Ich musste andere Gewohnheiten mir aneignen und ich musste vorbereitend schon Dinge machen, die auf dem Weg dahin, die mich dahin zu dem glücklichen, freudvollen Leben führten, wo ich hin wollte. Eines der Dinge war dann natürlich okay. Wenn ich wirklich raus möchte aus dem öffentlichen Dienst, frei und selbstbestimmt leben möchte, dann klappt das auch nicht, wenn ich feste Praxisräume habe. Weil ich hatte bis dahin tatsächlich im Saarland auch viele, viele Jahre feste Praxisräume, wo Menschen zu mir gekommen sind. Das hat ja nicht mit dem freien Leben gepasst. Da musste ich natürlich mir Dinge aneignen. Wie geht's, dass ich umswitche in Online-Business, dass ich da umstelle. Und Online-Business, Online und Offline schließt das nicht aus. Es gibt bis heute bei mir auch Offline-Veranstaltungen, also vor Ort, sei es hier auf Zypern oder sonst irgendwo auf der Welt, wird gerade auch was ganz Tolles vorbereitet, wo wir mit einer wunderbaren Gruppe in Nicaragua sogar sein werden. Und da musste ich natürlich mir Dinge aneignen, die mir in dem Moment vielleicht gar nicht so leicht gefallen sind, die aber mit der Grundstein waren, um in dem glücklichen und freien Leben anzukommen, wo ich hin wollte. Das heißt, im Umfeld hat der ein oder andere mir gesagt, du hast nicht mal alle Tassen im Schrank, im wahrsten Sinne des Wortes. Mach doch jetzt noch 3, 4 Jahre das, was du bis eben machst, dann kannst du in Rente gehen und dann. Bei mir war eins klar, ich will jetzt glücklich sein. Ich will jetzt mehr und mehr, jeden Tag ein Stückchen mehr den Grundstein legen zu dem freien Leben, wo es einst hingeht. Bis dann der Tag X kam, vor einigen Jahren, wo ich tatsächlich dann die Kündigung auch abgegeben hatte und komplett durchgestartet bin. Deshalb frag dich mal, wo darf deine Reise wirklich hingehen? Und was kannst du heute tun? Welches kleine Puzzleteil kannst du heute schon umsetzen, was dich gleichzeitig glücklich macht und was zum großen Ganzen natürlich ein Puzzlestück ist, damit sich das zusammenfügen kann? Das ist so der Impuls, den ich dir heute hier mal gerne auf dem Kanal mitgeben möchte. Und ja, trau dich. Das Leben ist viel zu kurz, um es weiter einfach nur an dir vorbeiziehen zu lassen. Und du bist doch mal hierher gekommen,
mit einer ganz besonderen Mission, mit deiner Lebensaufgabe. Du bist hier in mein Universum gekommen, weil du dich wahrscheinlich schon lange fragst, wo komme ich her, wo gehe ich hin, was ist der wahre Sinn meines Daseins hier. Wenn du da natürlich rascher vorankommen möchtest, dann schau gerne unter dem Video, findest du natürlich auch einen Link zur Begleitung, zu Begleitmöglichkeiten. Und da kannst du mal schauen, welche Möglichkeiten du hast. Und dann freue ich mich natürlich, wenn wir uns dann auch im internen Bereich in der Akademie nochmal sehen. Ansonsten, was kannst du heute tun? Was ist das eine Ding, was dich heute glücklich macht und was ein Beitrag dazu ist, zu dem freien Leben, wovon du schon so lange träumst? Mit wie viel Freude, Spaß und Leichtigkeit kannst du das jetzt ab heute in deinen Tag integrieren? Und sogar in die Akademie hüpfen, dass wir da gemeinsam alles Weitere machen. Bis dann. Ciao, ciao.